Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zu unserem KiCad-Tutorial KiCad für Anfänger. Ich sitze mal wieder vor meinem PC und Mikrofon und möchte mit euch fortfahren. Wir hatten ja das letzte Mal gesagt, dass wir damit beginnen werden, Bauteile, also Schaltzeichen in KiCad zu erstellen. Wie man das macht und wie man da vorgeht, werde ich euch heute in diesem Video zeigen. Deswegen starten wir unser KiCad. Wir sind schon in unserem UNO-PCB-Projekt. Das sehen wir hier auf der linken Seite wieder. Doch bevor wir ein Bauteil erstellen wollen, möchte ich euch noch eine ganz, ganz wichtige Sache mit auf dem Weg geben. Und zwar zunächst einmal starte ich hier jetzt den Schaltplan und den hatten wir ja beim letzten Mal beendet und wir hatten auch unsere Footprints hier zugeordnet, die wir da benötigen. Das ist alles schon geschehen. Der Schaltplan ist soweit fertig. Aber ich habe eine Sache noch nicht ganz erklärt. Und zwar, es kommt manchmal vor, dass man Bauteile ja anders platzieren möchte oder woanders hin platzieren möchte. Und da habe ich euch ja gesagt, dass man eigentlich so vorgeht, dass man, wenn ich jetzt hier oben zum Beispiel den Widerstand verschieben möchte, gehe ich da drüber, drücke die Taste M und ich kann ihn dann verschieben. Nur was ihr jetzt hier gleich mit beobachten könnt, ist, dass die Wires, die Leiterbahn, die ich gezogen habe, nicht mit verschoben wird. Deswegen werde ich das mal kurz zeigen, wie man das denn verhindern kann. Und zwar gehe ich über dieses Bauteil und drücke dann einmal die Taste G für Group. Und wenn ich es dann bewege, seht ihr schon, dass sich hier unsere Wire, unser Faden unten, unsere Verbindung mit bewegt. Dann könnte ich das jetzt hier woanders hin platzieren und anschließend dann nochmal über den Wire gehen und auch dort nochmal die Taste G drücken. Dann kann ich da auch nochmal was verschieben. Also spielt da mal ein bisschen mit rum. Macht das jetzt wieder rückgängig. Das ist ein wichtiges Vorgehen, das man in KiCad oft benutzt. Deswegen habe ich euch das jetzt hier auch noch gezeigt. Eine noch viel wichtigere Sache ist, wir haben ja hier auch in unserem Schaltplan Bauteile, wie zum Beispiel jetzt hier diese Kondensatoren. Und der Wert von Kondensatoren wird eigentlich immer in Farad angegeben. Und jetzt gibt es eine Besonderheit, wo manche CAD-Programme Schwierigkeiten mit haben. Ich zeige euch das mal, was ich da meine. Und zwar gehe ich jetzt hier oben mal hin an den C3 und der hat ja hier den Wert 100 Nanofarad. Und diesen Wert kann ich ja eintragen, indem ich über das Bauteil kurz gehe, einmal die Taste E drücke und dann hier in dieser Spalte hier den Wert eintrage. Und ihr seht es jetzt hier auch, glaube ich, schon bei mir, dass ich da 100 N-Farad angegeben habe. Jetzt ist es so, dass es auf manchen Tastaturen auch das Mikrozeichen gibt. Ich zeige euch mal das Zeichen für Mikro. Und zwar ist das dieses Zeichen natürlich hier ohne diese rote geschlängelte Linie, die stammt aus meinem Word, weil er wahrscheinlich da Schwierigkeiten hat, dieses Zeichen zu erkennen. Aber das ist dieses Zeichen. Viele von euch kennen das. Und dieses Zeichen, wie alle anderen Zeichen auch, sind deklariert innerhalb des ASCII-Codes. Alle Zeichen auf unserer Tastatur sind ja ASCII-Zeichen. Nur manche Zeichen sind nicht im Standard-ASCII-Code. Das heißt, dieses Zeichen befindet sich im erweiterten ASCII-Code, also American Standard Code für International Interchanges. Und da sich dieses Zeichen nicht im normalen ASCII-Code befindet, geht man bei CAD-Programmen und gerade bei KiCad hin, wenn man Mikro schreibt, dass man da nicht das Zeichen Mikro nimmt, sondern dafür nehme ich dann hierfür Nano N. Und wenn ich jetzt Mikro schreiben wollte, dann würde ich da
ein U schreiben anstelle des Mikrozeichens. Aber unser Kondensator hat ja Nanofarad, da kann ich ja ruhig das N nutzen. Aber wenn ich der jetzt hier 100 Mikrofarad hätte, dann würde ich nicht hier das Mikrozeichen nehmen, sondern das kleine U. Und dann seht ihr hier, erscheint nicht das Mikrozeichen, sondern U. Und jeder weiß, dass hier eigentlich 100 Mikrofarad gemeint ist. Ich ändere das mal wieder zurück auf Nano. Also anstelle des U's gebe ich hier ein das kleine N. Dann ist es wieder so, wie es sein soll. Also bedenkt bitte bei der Eingabe von Bauteilwerten keine Zeichen zu benutzen, die sich im erweiterten ASCII-Code befinden. Da machen die CAD-Programme seltsame Fehler. Das wollte ich euch so einfach mal mitgeteilt haben. Also denkt daran, Mühzeichen nach Möglichkeit zu umgehen, indem man dann einfach ein kleines U eingibt. Das ist auch international so anerkannt und da gibt es keine Probleme. So, das wäre es eigentlich mit den Hinweisen, die ich euch noch mit auf den Weg geben wollte. Beginnen wir einmal. Es kann natürlich durchaus vorkommen, dass wenn ich ein Bauteil hier platzieren möchte in meinen Schaltplan, das KiCad das nicht besitzt oder dass das Schaltzeichen nicht vorhanden ist. Das macht nichts, weil man, wie ich schon beim letzten Video gesagt habe, eigentlich fündig wird im Internet oder bei GitHub, aber da werdet ihr manchmal auch nicht fündig. Das heißt, Bauteile, die so schon etwas in die Jahre gekommen sind, da hat man schon manchmal Schwierigkeiten, die auch im Internet oder bei GitHub zu finden. Ich habe hier für heute für uns mal ein Bauteil rausgesucht. Und zwar ist das ein Bauteil, das man so in den 80er Jahren sehr oft benutzt hat. Und zwar waren diese Chips, diese sogenannten Soundchips, die waren sehr oft verbaut in Spielekonsolen, die so in den 80er Jahren rauskamen. Ein Beispiel für diesen Chip, der sich da nennt SN76489AN. Das ist ein Soundchip, ein Soundmikrochip. Der wurde verbaut zum Beispiel in dem Sega Master System. Der war da für den Sound verantwortlich. Und wenn ich jetzt hier mal in KiCad hingehe und mal hier hinzufügen mache und ich nehme mal an, ich möchte den jetzt hier platzieren, klicke einmal und gebe dann hier oben mal in den Filter ein SN76489AN. Dann werdet ihr merken, der ist hier nicht vorhanden. Weil das sind solche Chips, die schon Jahre auf dem Puckel haben. Und ich denke mal, dass die meisten von euch 81 oder 80 noch gar nicht auf der Welt waren. Ich war damals 21,5 Jahre alt. So, jetzt wisst ihr auch, wie alt ich bin. Könnt ihr euch ausrechnen. Aber diesen Chip, der ist durchaus heute noch gefragt, wenn es darum geht, sagen wir mal, irgendwelche Soundausgaben zu machen mit dem Arduino oder mit dem Raspberry Pi. Deswegen habe ich mir diesen mal ausgesucht und dafür wollen wir dann jetzt mal ein Schaltsymbol erstellen. Ich zeige euch den mal. Ich habe hier einige Fotos hier von meinen, die ich noch zur Verfügung habe und ihr seht hier diesen Chip, diesen Soundchip und da steht es SN76489AN. Das ist dieser Soundchip, der da auch im Sega Master und in vielen, vielen anderen Spielekonsolen oder auch diese alten Daddle-Geräte, die in den Spielhallen gestanden haben, da war dieser Chip meistens verbaut. Dieser Chip stammt von der Firma Texas Instruments und ich habe auch hier nochmal ein anderes Bild. So sieht der aus. Da steht es, hier ist die Bezeichnung und die zweite Zahl, die hier unten angezeigt wird und da kommen auch immer wieder Fragen. Was ist denn jetzt hier die Chip-Bezeichnung und was bedeuten die anderen Zahlen? Ganz einfach, wenn ihr die zweite Zahl hier seht, dann steht da 8236 AB und ihr müsst das genau umgekehrt lesen. Das wäre dann die 36. Kalenderwoche 1982. Da
wurde dieser Chip hergestellt bzw. von Texas Instruments vertrieben. Herstellungsland ist hier in diesem Fall England, aber der wurde auch in China, Taiwan und sonst wo gebaut. Überall, wo Texas Instrument eben seine Produktionsstätten hatte. Mittlerweile ist es so, dass dieser Chip nicht nur von Texas Instruments hergestellt wird, sondern von einer ganz, ganz großen Menge anderer Hersteller. Was ihr auf diesem Foto auch sehen könnt, und das kann man ja zählen, der hat pro Seite 8 Beinchen, das heißt insgesamt 16, und ist im sogenannten Dual Inline Package drin, also das ist die Bauform, hatte ich ja schon mal gesagt. Manche nennen das eben Maikäfer. Diese Bauform ist eigentlich so auch eines der vielen, vielen Standards. So, jetzt schließe ich das hier nochmal und gehe zurück zu meinem KiCad. Um Bauteile oder Bauteilsymbole, besser gesagt, zu erstellen, gibt es verschiedene Ansätze. Aber ich bin immer, ja, ich bin eigentlich ein fauler Mensch und ich möchte immer schnell zum Ziel kommen. Deswegen habe ich für mich herausgefunden, wie es denn am einfachsten geht. Ich bin jetzt hier im Schaltplan-Editor und ich kann jetzt einmal hier oben auf dieses Icon hier klicken. Da kommt dann der Hinweis, Schaltplansymbole erstellen, löschen oder verändern. Ich klicke einmal da drauf und schon öffnet sich mein Schaltplan-Editor. Der sieht dann so aus. Jetzt zeige ich euch noch mal kurz, wie ich den noch aufrufen kann. Also, wenn ich mich im Schaltplan befinde, kann ich den Schaltplan mal schließen. Ja, Änderung verwerfen. Und zwar ist es das zweite Icon hier oben. Dieses Dreieck mit dem Operationsverstärker. Das ist das Schaltsymbol für einen Operationsverstärker. Nur mal so am Rande. Ich klicke da drauf und erhalte genau das gleiche Programm. Das kann man machen, wie man will. Entweder startet man das Programm aus dem Schaltplan-Editor heraus oder eben vom Startbildschirm von KiCad. Ich öffne nochmal den Schaltplan und starte jetzt hier den Schaltplan-Symbole erstellen, löschen oder verändern von hier aus. Das ist genau das gleiche Programm. Ihr seht jetzt hier in der Mitte des Bildschirms hier so ein großes Fadenkreuz. Das hilft euch ein wenig beim Zeichnen. Ihr habt hier die unterschiedlichen Achsen, X-Achse, und hier habt ihr die Y-Achse. Auf der linken Seite seht ihr die Schaltsymbole, die Bauteilbibliothek, die KiCad ja schon mitbringt. Und wenn ihr mal auf dieses kleine Dreieck daneben öffnet, zum Beispiel hier auf Konnektor, und dann kriegt ihr hier die Liste der ganzen Konnektoren angezeigt. In diesem Editor, in diesem Programm, kann ich natürlich auch vorhandene Schaltsymbole ändern. Ich gehe jetzt mal beispielhaft hier auf einen Konnektor, 1x5 Mail, klicke den doppelt und ihr seht hier schon das Schaltsymbol hier in meinem Fenster. So, und das hat irgendeiner wahrscheinlich erstellt und der KiCad Foundation zur Verfügung gestellt, oder die KiCad Programmierer haben den selbst gezeichnet. Den kann ich jetzt hier auch verändern. Ich kann zum Beispiel jetzt hier die Pins mir mit der Maus draufgehen, dann M wie Move drücken und das auf die linke Seite oder woanders hinschieben. Aber darum geht es ja heute nicht. Es geht ja heute darum, dass wir Schaltsymbole neu erstellen. Wenn ich jetzt hier auf der linken Seite die Bauteilbibliotheken sehe und ich weiß jetzt, sagen wir mal, ich möchte einen neuen Konnektor erstellen, also einer, der vielleicht anders aussieht oder so, dann gehe ich hier links auf die Bibliothek Konnektor, drücke die rechte Maustaste und gehe dann hier auf Neues Bauteil. So, dann öffnet sich hier so ein Fenster. Da wird man gefragt, Bauteilname, und ich kann dann hier innerhalb der Bibliothek Konnektor, die ja schon vorhanden ist, diese Bibliothek, ein neues Bauteil zu dieser Bibliothek hinzufügen. Das wollen wir aber heute nicht machen. Wir wollen eine eigene Bibliothek erstellen, eine für uns eigene Bibliothek. Und dazu gehe ich einmal hier oben auf Datei, sage Neue Bibliothek,
Wir bekommen dann hier dieses Fenster und hier werden wir gefragt, wie soll denn unsere Bibliothek heißen? Er gibt standardmäßig hier oben jetzt New Library.lib. Ich ändere das mal um und sage jetzt hier einfach Tutorial.lib. Und wir hatten ja am Anfang ein Verzeichnis gemacht innerhalb von Dokumente, KiCad, das sich genannt hat lib. Und genau da will ich meine selbst erstellte Bibliothek abspeichern. Dazu klicke ich dann hier auf lib, wechsle in den Ordner lib hinein. Da habe ich schon eine Bibliothek, die wir ja mal installiert haben, die DigiKey Library Master, die wir ja aus dem Internet downgeloadet haben. Aber wir wollen eine neue Bibliothek erstellen, die da heißt Tutorial. Ihr könnt die auch anders nennen, das bleibt euch überlassen. Und ich sage dann, nachdem ich den Dateinamen hier oben vergeben habe, mich im richtigen Ordner befinde, speichern. Jetzt kommt ein anderes Fenster hier. Da werdet ihr gefragt, ihr wollt hier eine Library erstellen. Soll diese Library nur für dieses Projekt hier, also für unseren Arduino Uno Platine zur Verfügung stellen oder auch für alle weiteren Projekte, die wir vielleicht mal mit KiCad anfangen wollen. Ich sage hier meistens immer global, so ist die Bibliothek dann hinterher auch für alle meine anderen Projekte zur Verfügung. Also wir klicken einmal global an und sagen dann okay. Jetzt suche ich mir nochmal hier unten links, also hier links auf der linken Seite meine soeben erstellte Bibliothek, die ich ja Tutorial genannt habe. Ich suche mal hier nach Tutorial. Das ist ja alphabetisch hier geordnet. Und hier ist meine Bibliothek. Die habe ich jetzt erstellt. Jetzt gehe ich da drauf mit der rechten Maustaste und sage da neues Bauteil. Und dann erhalte ich dieses Fenster hier. Und in diesem Fenster muss ich als erstes einmal den Namen meines Bauteils, was ich jetzt erstellen möchte, angeben. Ich gebe natürlich hier die Bezeichnung SN76489AN ein. Das ist ja die Chip-Bezeichnung von meinem Bauteil. Als nächstes steht hier voreingestellter Referenzbezeichner. In der Elektronik ist es so, dass die meisten Bauteile nach einem Standard bezeichnet werden. Also Chips werden meistens mit U bezeichnet oder auch IC. Dann bekommt im Schaltplan dieses Bauteil IC1 und wenn ich dann noch eins einfüge, eben IC2 und so weiter, nachdem die Annotation durchgeführt wurde. Ich lasse das auf den Standard U. Wer jetzt nicht weiß, was für Referenzbezeichner denn jetzt die einzelnen Bauteile so in der Elektronik haben oder bekommen sollten, der kann mal bei Google eingeben, Referenzbezeichner, Bauteil, irgendwas oder Referenzbezeichnung allgemein oder wie auch immer. So, ich lasse das hier auf U. Dann kommt die nächste Eingabe, Anzahl der Einheiten pro Package. Da steht jetzt hier eine 1. Was ist damit gemeint? Es gibt durchaus Bauteile, die innerhalb des Bauteils, innerhalb des Packages mehrere gleiche Funktionen haben. Ein bekanntes Beispiel ist zum Beispiel die ganzen Gatter, also NAND und OR und so weiter. Wer jetzt nicht weiß, was damit gemeint ist, kann ich euch ganz kurz mal zeigen. Und zwar gibt es ein Mikrochip, der ist auch in einem sogenannten Dual Inline Package drin, hat auch 16 Beinchen. Das ist der sogenannte ULN 2003A. Und dieser Chip hier, der hat innerhalb seiner Bauform 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal die gleiche Funktion. Was sind das hier für Funktionen? Da steckt nichts anderes hinter wie 7 Darlington-Transistoren. Ja? Der Chip liefert einfach 7 Transistorfunktionen
Das benutzt man zum Beispiel, da habe ich auch mal was vorbereitet. Ihr seht hier den Raspberry Pi, aber das könnte natürlich durchaus unser Arduino sein. Und ihr seht ihn hier jetzt, innerhalb eines Chips sind 7 Transistoren verbaut, ja. In KiCad, wenn ich den Chip dann in meinem Schaltplan aufrufe, erhalte ich diese einzelnen 7 Transistorfunktionen als 7 Schaltsymbole. Ja, und wenn ich dann die Platine erstelle, dann ist natürlich nur dieser eine Chip auf meiner Platine. Und genau das werdet ihr hier gefragt. Hat dieser Chip, dieser SN76489 AN, mehrere Funktionen innerhalb seines Gehäuses oder nicht? Nein, hat er in unserem Fall nicht. Ich muss hier eine 1 eingeben, weil es ist ein einziger Soundchip und der hat nicht mehrere Funktionen wie Transistorfunktionen oder sonst was. Alles andere hier kann ich so stehen lassen. Die ersten drei sind hier eigentlich beim Bauteil erstellen in der Regel maßgebend. Ja, wenn ich 7 Transistorfunktionen habe, muss ich hier natürlich eine 7 eintragen. Und jetzt klicke ich mal auf OK und voilà. Was bekomme ich hier? Ich bekomme den Namen des Bauteils. Und ich bekomme die Referenzbezeichnung. Jetzt liegt das natürlich hier so übereinander, deswegen gehe ich mal hin, klicke einmal hier an, sage M wie Move und kopiere mir mal erstmal die Bauteilbezeichnung hier so oben hin. Die stört mich jetzt hier. Und die Referenzbezeichnung klicke ich auch an. Und dann sage ich hier im Feld U und bewege die auch mal erstmal hier weg. Bauteilbezeichnung und die Referenzbezeichnung ist jetzt erstmal nicht wichtig. Schaut mal bitte hier links in die soeben erstellte Bauteilbibliothek Tutorial. Da seht ihr dahinter und auch hinter dem Namen so ein Sternchen. Was bedeutet dieses Sternchen? Ja, das ist nichts anderes. Kike teilt euch hier mit dem Sternchen dahinter mit. Hört mal, ihr habt da was erstellt, ein Bauteil hier, eine Bauteilbezeichnung und einen Referenzbezeichner und eine Bibliothek, aber ihr habt es noch nicht gespeichert. Wenn ihr jetzt in der obersten Zeile links auf diese Festplatte klickt und das einmal kurz speichert, seid ihr da erstmal auf der sicheren Seite und ihr seht, nachdem ich gespeichert habe, verschwinden jetzt hier diese Sternchen. Merkt euch, beim Arbeiten überhaupt mit KiCad regelmäßig mal zu speichern. Ich meine, wir hatten ja schon in eines unserer vorigen Videos gezeigt, wie man diese Speicherung automatisch von KiCad machen lässt, aber geht einfach hin, speichert zwischendurch mal, denn nichts ist ärgerlicher, als wenn ihr dann hinterher wieder von vorne anfangen müsst, weil euer Rechner sich aufgehangen hat oder Stromausfall gewesen ist. Jetzt müssen wir natürlich wissen, hier dieses Bauteil, was wir erstellen wollen, welche Eigenschaften hat dieses Bauteil? Ich hatte euch ja gezeigt, dass es da Bilder gibt und sowas, aber das ist ja nichts aussagend und wie ich euch ja schon beigebracht habe, für jedes Bauteil gibt es ein sogenanntes Datasheet. Und dieses Datasheet, das habe ich mir schon mal runtergeladen und gespeichert, da wo es auch hinkommt, Dokumente KiCad Datasheet abgespeichert. Ich habe hier das Datasheet des SN76489AN und ich öffne mir das mal und hier in diesem Datasheet, mache ich mal ein bisschen kleiner, sehe ich jetzt hier die Bauform und die Pin-Bezeichnungen und natürlich auch, wie viel Pins dieser Chip denn jetzt besitzt. Ich scroll mal etwas herunter und da gibt es noch in diesem Datasheet eine Menge Informationen, aber auch eine Tabelle. Hier habe ich diese Tabelle. Hier sind die Pin-Bezeichnungen nochmal in einer Spalte. Die PIN-Nummern in der nächsten Spalte und die Funktion, ob es sich dabei um ein Input, um ein Output oder
um die Spannungsversorgung handelt oder sonst was. Dieses Datasheet hilft mir jetzt beim Erstellen von meinem Bauteil. Ich mache das mal hier so ein bisschen kleiner. Jetzt sehe ich hier alle Pins aus meinem Datasheet. Jetzt gehe ich weiterhin, damit mir das Fenster nicht immer verschwindet, wenn ich jetzt hier klicke. Ja, dann ist es natürlich wieder weg und ich möchte es ja im Vordergrund halten. Das hatte ich ja beim letzten Mal erklärt. Ich sage hier in Linux im Vordergrund und es bleibt mir dann immer hier im Vordergrund. Jetzt gibt es, wie ich schon sagte, verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Vorgehensweise, wie ich dieses Bauteil denn jetzt zeichne. Ich zeige euch mal eine davon erst einmal. Und zwar auf der rechten Seite hier seht ihr, dass ich mich hier im Cursor-Modus befinde. Ich muss natürlich jetzt die Pins hier hinzufügen. Ich klicke einmal auf dieses zweite Icon mit dem Pin-Symbol hier oben, klicke dann hier irgendwo rein und erhalte folgende Maske. Erstmal Pin-Name, Pin-Nummer. Jetzt gebe ich mal ein, wir fangen bei 1 an. Pin 1, das ist ja diese Spalte hier. Pin 1 ist D2. Also gebe ich jetzt hier mal ein D2 und die Pin-Nummer wäre die 1. Jetzt in dem nächsten hier steht Eingang. Bei Bauteilen kann es sich ja um verschiedene Sachen handeln. Einmal Eingang, Ausgang, bidirektional heißt Ein- und Ausgang. Dann Tri-State, passiv, nicht spezifiziert, Spannungseingang, Spannungsausgang und so weiter. Bei dem D2 handelt es sich um einen Eingang. Dann gehe ich weiter in die nächste Spalte hier, in den nächsten Dropdown-Menü. Da fragt er mich nach, diese Pin-Darstellung, soll es eine Linie sein? Soll der Eingang invertiert sein? Ist es ein Taktanschluss? Ist es Low-Takt-Ausgang und so weiter? Das kann ich hier auswählen. In den meisten Fällen handelt es sich einfach um eine Linie, so wie hier jetzt auch dargestellt. Wir haben natürlich in unserem Bauteil hier der Pin 14, das ist der Clock-Eingang, also der Takteingang. Bei diesem Pin, wenn ich den gleich erstellen werde, dann muss ich natürlich hier in der grafischen Darstellung sagen, dass es sich hier um einen Taktanschluss handelt. Ein Taktanschluss, der wird hier im Schaltplansymbol anders gekennzeichnet. Da gibt es dann eine andere Darstellung. Und der Elektroniker oder der Techniker weiß dann sofort anhand dieser Pin-Darstellung, es handelt sich dabei um einen Taktanschluss. Aber unser D2 ist nichts, das ist ein Eingang und wird nur mit der Linie da gezeichnet. Die nächsten sind dann hier innerhalb meines Planes hier im Hintergrund die X-Position, wo das jetzt gleich positioniert wird, die Y-Position. Man kann sie nachher auch mit Move, also mit der M-Taste bewegen. Das nächste ist Rotation. Rechts, links, oben oder unten. Ich zeige euch das mal eben am Schaltplan. Ihr seht hier zum Beispiel diesen Atmega 328. Derjenige, der dieses Schaltsymbol gezeichnet hat, hat alle Pins auf der linken Seite. Das heißt, vom Pin befindet sich das eigentliche Package, der eigentliche Chip rechts. Wenn ihr das hier mal betrachtet, hier, diesen Pin, den wir jetzt erstellen, dass der entweder links vom Bauteil, dann dreht sich ja hier unser Anschluss nach rechts, weil das Bauteil hier einfach links ist. Oder wenn ich sage rechts, dann dreht es sich genau umgekehrt. Wie gesagt, muss man hier auch erstmal sich gar nicht drum kümmern, ja, weil ich mache das dann immer, wenn es platziert ist, mit der R-Taste, also für rotieren. Wir haben jetzt die Daten eingegeben für unseren ersten Pin und das ist ja in unserem Chip der D2 und es ist ein Eingang, das steht hier in. Ich sage hier jetzt OK und kann ihn jetzt hier genau wie im Schaltplan platzieren. Ich muss also nicht die X- und Y-Daten dort angeben, sondern ich platziere mir den einfach mal hier irgendwo hin, wo ist eigentlich egal. Klicke die linke Maustaste und schon ist er platziert. Habe ich mich mit der Nummer hier oder mit der Bezeichnung mal vertan, einfach mit der Maus über diesen Pin gehen, die E-Taste drücken
und ich bekomme wieder die Maske und kann dann den PIN-Name bzw. die PIN-Nummer nochmal ändern. Alternativ zum Klicken auf dieses rechte Icon und dann PIN hinzufügen, kann ich auch einfach die Taste P drücken für PIN und erhalte dann auch diese Maske und kann jetzt hier eingeben, der PIN 2 ist mein D1, also muss ich hier sagen D1 und das wäre dann die PIN-Nummer 2. Es handelt sich auch um ein Eingang, grafische Darstellung sage ich auch Linie und um die Rotation kümmere ich mich jetzt auch nicht und sage okay und habe jetzt hier schon meinen zweiten PIN. Und aufgrund des Rasters, was ich hier eingestellt habe, hier diesem Editor, hakt er sich immer da an, wo der nächste Rasterpunkt ist. Ich klicke mal hier so unter dem so platziert, klick und achtet darauf, dass die immer sehr schön sauber hier übereinander liegen. Also, wenn ich die Taste P auf der Tastatur drücke, kriege ich auch diese PIN-Eigenschaften. Und so könnte ich jetzt hier weitergehen, PIN hinzufügen, solange bis ich alle 16 PINs fertig hätte. Aber das wollte ich euch nur mal zeigen. Ich mache das nicht so, weil das ist mir zu blöd, entweder immer P zu drücken, PIN hinzufügen oder hier auf dieses rechte Icon zu klicken, sondern ich gehe einfach mal hin. Ich mache das nochmal rückgängig und nochmal rückgängig. So, ich mache das immer so, dass ich sage einmal P, ich drücke also einmal die Taste P, sage, ich will beginnen mit der PIN-Nummer. Hier gebe ich 1 ein und klicke dann auf alles andere gebe ich gar nicht an. Ich gebe nur PIN-Nummer 1, also ich will starten bei PIN 1, sage dann okay, platziere mir das mal eben hier irgendwo und drücke dann die Einfügetaste auf der Tastatur. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, sieben, acht, neun, zehn. Zehnmal, jetzt gucke ich mal, 10, 11, dann nochmal 12, 13, 14, 15, 16. Und schon habe ich meine 16 Pins hier jetzt platziert. Und diese Vorgehensweise erleichtert euch natürlich viel Klickerei, anstelle von hier ewig auf dieses Icon klicken oder eben die Taste P zu drücken, dann hier alles auszufüllen und so weiter. Da seid ihr dann ein wenig schneller beim Platzieren der einzelnen Pins. Jetzt sind diese Pins natürlich alle Eingänge und alle haben dieselben Einstellungen. Deswegen gehen wir jetzt hin. Hier oben befindet sich ein Icon mit ja, so einem Schlüssel hier in der obersten Zeile hier, dieses. Da klicke ich einmal drauf und ich erhalte jetzt die Tabelle, die PIN-Tabelle, die ich hier jetzt im Vordergrund habe. Ich mache sie mal ein wenig größer. Und ihr seht jetzt hier die PIN-Tabelle von meinen Pins, die ich ja hier platziert habe. Und jetzt gehe ich hin und schreibe unter Namen bei dem PIN 1 D2 und die PIN-Nummer ist 1. Das kann ich lassen. Dann kommt der PIN Nummer 2. Der PIN 2 ist dann D1 und sind beides hier kann ich auswählen, auch mit dem Dropdown-Menü, ob er Eingang oder Ausgang ist. Er ist ein Eingang. Es soll Linie sein. Um die restlichen Sachen wie Ausrichtung, X-Position, Y-Position kümmere ich mich in der Regel erstmal nicht. Der PIN 3 ist DO MSB. Jetzt klicke ich hier rein, dann sage ich da DO und in Klammern MSB. Ja, ich mache mal zwischen der Klammer hier noch ein Leerzeichen. Sieht besser aus. Und der DO MSB ist auch ein Eingang, also kann ich das auch so weit lassen. Jetzt gehe ich zu PIN Nummer 4. Der PIN Nummer 4, das wäre ja Ready. Und es ist ein Ausgang. Also schreibe ich jetzt hier hin, ready. Und er ist kein Eingang, sondern er ist ein Ausgang. Liebe Freunde, wenn ihr das hier macht, nur mal so nebenbei, bitte Konzentration.
denn ihr erstellt jetzt hier ein Bauteil und wenn ihr euch hier mit PIN-Nummern und Name vertut, dann werdet ihr natürlich im Schaltplan das Ganze falsch verdrahten. Der PIN 1 ist nun mal bei unserem Chip hier der D2 und nicht der D1. Das verwechselt man sehr oft, wenn man da abgelenkt ist. Also wenn ihr hier die Sachen eingebt, bitte Konzentration. Geht nochmal drüber, guckt euch das nochmal an, vergleicht das nochmal mit eurem Datasheet. Denn wenn ihr hier einen Fehler macht, wird eure Platine niemals funktionieren, weil ja die PIN-Nummern dann falsch verdrahtet werden im Schaltplan. Das nun mal so am Rande. Also es ist ein Ausgang, er soll auch Linie sein. Jetzt gehe ich zu PIN 5 über. Das wäre hier Write Enable. Also WE heißt ja nichts anderes wie aus dem Englischen Write Enable. Also schreibbar machen, dass der Chip beschrieben werden kann. Und wenn ihr hier mal drauf schaut, das ist so, da über dieses WE ist so ein Strich gezogen. Das bedeutet in der Elektronik oder in der Elektrotechnik eigentlich auch, dass dieser Eingang low aktiv ist. Also, wenn ihr den Chip beschreiben wollt, dann müsst ihr an dem PIN 5 ein Low-Signal anlegen. Und das ist nichts anderes, hier oben gekennzeichnet, mit so einem Strich darüber. Wenn ihr mal Chips habt, die hier an einem Eingang, an einem PIN so einen Strich drüber haben, heißt das nichts anderes für den Elektroniker oder für den geübten Hobbyisten. Dieser Eingang muss mit Low angesteuert werden, damit er aktiv ist. Also dieser Strich hier oben drüber. Wie erreiche ich es, dass hier bei meinen Pins dann auch hier so ein Strich drüber ist? Dazu ist diese Tilde hier. Hier seht ihr überall hier in den ganzen Feldern so eine Tilde. Wenn der nicht low aktiv ist, kann ich die Tilde weglöschen. Aber wenn ich davor eine Tilde mache, müsst ihr mal auf der Tastatur gucken. Das ist Alt-GR gedrückt und das Pluszeichen. Dann erscheint da diese Tilde. Dann kann ich erst schreiben WE. Keycat erkennt, vor dem WE ist eine Tilde, wird dann gleich bei der PIN-Darstellung hier diesen Strich über dieses drüber zeichnen. Gehen wir mal weiter zu PIN 6. Da ist auch eine Tilde drin, PIN 6. Schauen wir mal. Das wäre CE. Er ist halt low aktiv. Und wenn ich mal jetzt hier in meinem Datasheet gucke, Chip Enable. Also wenn der Chip enabled werden soll, dann muss ich an PIN 6 ein Low anlegen. So, das tue ich jetzt hier. PIN 6 mache ich mal Tilde CE. Dann kommt der PIN 7. Das ist A-Out. Richtig, der PIN 7 ist A-Out, ist ein Ausgang. Da brauche ich keine Tilde. Also schreibe ich da einfach nur A-Out. Und es ist natürlich kein Eingang, sondern ein Ausgang. So, der Pfeil geht dann andersrum. Das seht ihr hier beim Ausgang. Geht ja in die Richtung, beim Eingang in die andere. Der nächste PIN wäre dann PIN 8. Der PIN 8 ist jetzt hier mein Ground. Auch ein Ground ist in der Elektronik ein Ausgang und kein Eingang. Da brauche ich auch keine Tilde. Und es ist GND. Und GND ist kein Eingang, wie ich schon sagte, sondern ein Ausgang. So. Der PIN 9, der ist NC, das steht für Not Connected, kommt auch aus dem Englischen wieder und heißt in Deutsch übersetzt nicht angeschlossen. NC, Not Connected. Brauche ich die Tilde auch nicht, also NC. Und da ist keine Direktion vorgegeben, also kein Ausgang oder Eingang, sondern der ist einfach nichts. Und wenn der Not Connected ist, dann gehe ich hier drauf in meiner Liste und sage ihm auch hier nicht angeschlossen. Es ist weder ein Eingang noch ein Ausgang, sondern hier nicht angeschlossen. Der kriegt dann im Schaltplan so ein X davor, wie ihr hier schon sehen könnt. Und bitte achtet auch darauf, dass alle Pins, die Not Connected sind, also NC sind, als elektrischen Typ nicht angeschlossen haben. Ja, sonst meckert Keycat hinterher beim elektrischen Rule-Check. So, gehen wir weiter. PIN 10, das wäre hier der D7 und es ist ein Eingang, also In. Also schreibe ich da einfach nur D7 ohne Tilde
und es ist ein Eingang. So, der nächste ist der Pin 11, ist ein Eingang und ist D6. So, der 12. Pin wäre jetzt hier, schauen wir mal, wo ist er? Da ist D5 und ein Eingang. Und der nächste ist 13 und ist D4 und ist ein Eingang. Dann kommt der Pin 14. 14, 14, 14 ist ein Eingang und ist Clock. Da müssen wir jetzt drauf achten. Das ist die Clock, wo der Takt eingeführt wird. Ist ein Eingang, aber es handelt sich hier um einen Taktanschluss da. In der grafischen Darstellung bekommt er dann an dem Pin so ein kleines Dreieck. Also achtet drauf, wenn ihr Takteingänge macht, dass ihr hier auch die richtige grafische Darstellung wählt. So, dann kommen wir schon zu Pin 15. Das ist ein Eingang und hat die Bezeichnung D3. Und jetzt kommt mein letzter Pin, der 16. Das ist auch ein Eingang, weil es sich hierbei um unsere VCC, also um unsere Spannungsversorgung handelt. Und da fließt der Strom ja rein, also ist es ein Eingang im Gegensatz zum Ground. Da fließt der Strom ja wieder raus und das wäre dann ein Ausgang. Also achtet hier bitte drauf, VCC und es ist ein Eingang. So, wenn ihr das alles jetzt fertig habt, schaut nochmal genau drüber, guckt euch das noch genau an. Ich meine hier die Ausrichtung und die X- und die Y-Position, damit müsst ihr euch jetzt erstmal nicht beschäftigen. Ja, ich hoffe, dass ihr das so verstanden habt. Wenn ich jetzt hier auf OK klicke, dann seht ihr hier jetzt alle Sachen, die ihr da eingetragen habt. Und wenn ich mal reinzoome, dann seht ihr hier Clock, der hat ein anderes Pin-Symbol. Das heißt, das ist ein Clock-Eingang. Und hier bei WE und CE, die sind ja low aktiv. Da hat jetzt KeyKit dadurch, dass ich eine Tilde davor gesetzt habe, hier auch diesen oberen Strich gezeichnet, so dass der Elektroniker oder der Hobbyist dann gleich erkennt, aha, dieser Eingang 5 und 6 ist eben low aktiv. Und wenn ihr dann hier mal hingeht zu diesem Pin, der ja nicht angeschlossen ist, dann seht ihr hier, hat KeyKit nicht angeschlossen geschrieben. Und wenn ihr mal reinzoomt, dann seht ihr, dass hier so ein X ist, dass dieser Pin gar nicht mit einer Wire verbunden werden kann. Ja? Also alle Pins, die nicht angeschlossen sind, wenn der Hersteller sagt, die werden nicht benötigt, dann müsst ihr die auch als nicht angeschlossen deklarieren. Ich hatte mir ja hier bei der Pin-Tabelle nicht darum gekümmert, hier über die Ausrichtung oder die X-Position und Y-Position. Damit habe ich mich ja gar nicht beschäftigt. Das mache ich auch hier in der Tabelle nicht, sondern jetzt habe ich ja wieder die Möglichkeit, hier mit Move oder eben mit Rotation, also R oder M, zu arbeiten. Und zwar gehe ich jetzt erstmal hin und nehme mir den ersten Pin, das ist ja ein Eingang. Ich sage M wie Move. Ich muss natürlich im Cursor-Modus sein. Ich gehe auf den Pin, nicht auf Eingang oder D2 hier auf die Bezeichnung, sondern auf den Pin, drücke M wie Move und schiebe mir den hier mal rüber. Der zweite ist auch ein Eingang. Den schiebe ich mir auch mal hier. Der dritte ist auch ein Eingang. Ihr merkt also schon, ich sortiere mir hier all meine Eingänge. Denn die anderen sind auch alle Eingänge, deswegen kann ich sie markieren und dann einfach hier in der Gruppe rüberziehen. So, jetzt muss ich diesen Ausgang nehmen mit M wie Move, drücke dann die R-Taste und kann ihn auch hier rotieren, also die Ausrichtung geben. Das gleiche mache ich dann für dieses und platziere ihn mir mal hier. Den nächsten, das wäre mein Ground, den ziehe ich mir mal hier unten hin und natürlich auch mein VCC, M wie Move und schiebe ihn mir mal hier oben hin. Und den letzten hier, den nicht angeschlossenen, den nehme ich auch mal mit Move, rotiere mir den einmal
und setze sie mir auch hier hin. So, jetzt habe ich hier noch das kleine Fadenkreuz. Ich gehe mal hin, hole mir das große Fadenkreuz und halte das mal hier dran, ob auch alle Pinenden hier schön sauber untereinander sind. Ja, sind sie. Das kommt natürlich jetzt hier durch die Rastereinstellung. Und jetzt gehe ich hin und nehme mir die ganze Gruppe der Eingänge, markiere sie mir mit der linken Maustaste gedrückt halten und platziere mir die mal so. Ich habe ja hier die Mitte von meinem Zeichenwerkzeug. Na, jetzt muss ich erstmal hier die Bauteilbezeichnung an die Seite schieben und die Referenzbezeichnung. So, jetzt markiere ich mir das Ganze nochmal mit gedrückter linker Maustaste und schiebe mir die das mal so ein bisschen hier hin. Das gleiche gilt für die andere Seite. So, jetzt schiebe ich mir das auch mal so hier hin. Und nehme mir dann hier meinen VCC, klicke da mal da drüber, so. Jetzt zoome ich ein wenig hinein und nehme hier mein Zeichenwerkzeug, meinen Rahmen hier auf der rechten Seite und fange mal an, von hier aus gesehen, rum nach rechts einen Rahmen zu ziehen. So ungefähr. Jetzt ist das Bauteil natürlich laut der Mitte nicht ganz mittig, deswegen gehe ich nochmal hin in den Cursor-Modus, markiere mir das Ganze mal und platziere das mal richtig in die Mitte. Klick. Jetzt ist dieser Kasten ein wenig mittig. Ich zentriere mal das Ganze hier, schiebe mir das mal hier unten so ein bisschen so. Und jetzt seht ihr hier schon, ich habe noch den VCC und den Ground. Und jetzt nehme ich mir mal meinen VCC, M wie Move, rotiere mit R, so, und platziere mir den mal hier oben hin. Und das gleiche mache ich jetzt hier mit meinem Ground, M wie Move, rotieren und platziere mir den hier unten hin. Jetzt mache ich mal wieder ein kleines Fadenkreuz, weil es ein bisschen irritiert. Und schon habt ihr euer Bauteil fertig. Ich nehme jetzt hier noch die Referenzbezeichnung mit Move, schiebe mir die hier, sagen wir mal, hier hin und die Bauteilbezeichnung, die schiebe ich mir hier so drüber. Die Referenzbezeichnung vielleicht noch da drüber. So. Ihr seht, soweit fertig und ihr erkennt hier unten links in der Bibliothekenspalte, dass da wieder diese Sternchen vor sind. Ich speichere einmal das Ganze und bin dann schon mit der Erstellung des Bauteiles fertig. So, jetzt fragen sich viele, ja, aber die Pins hier, die sind ja nicht in der Reihenfolge, nur 1, 2, 3, dann kommt 5, 6, 10, 11. Das ist richtig, dass hier nicht nach Pinnummern sortiert ist. Aber es gibt so ein ungeschriebenes Gesetz und einen Standard, dass man sagt, Eingänge befinden sich meistens auf der linken Seite. Ausgänge sollte man nach Möglichkeit auf der rechten Seite platzieren. Spannungsversorgung, also Plus, ja, der VCC, sollte von oben an dem Bauteil sein und der Ground, also der Minuspol, sollte unterhalb platziert werden, damit er von unten an das Bauteil drangeführt wird. Das ist ein Standard. Ich meine, man muss ihn nicht einhalten. Aber das erleichtert das Verdrahten und das Lesen. Ja? Also nochmal, Eingänge bitte immer auf der linken Seite und Ausgänge auf der rechten Seite. Spannungseinführung plus eben oben und minus eben unten. Es gibt natürlich Bauteile, die mehrere Minusanschlüsse haben, die werden dann auch hier unten platziert oder eben, wenn sie mehrere VCCs, also Spannungseingänge haben, hier oben. So, Freunde, mehr war es nicht. Jetzt gehe ich jetzt hier oben mal auf dieses Icon mit dem Operationsverstärker und dieses Zahnrad, also hier oben in der obersten Leiste. Und da öffnet sich dann Eigenschaften von Bauteile. Und ihr wisst ja, wenn ihr in einem Schaltplan ein Symbol verbaut, dann müsst ihr immer anschließend den Footprint zuordnen. Ihr könnt jetzt hier einstellen, dass immer, wenn ihr das Bauteil benutzt,
automatisch ein Footprint zugewiesen bekommt. Dazu klicke ich hier auf Footprint und ich gehe jetzt hier mal auf diese Bücher hier drauf und sage Klick. Und hier kriege ich jetzt die Footprint-Bibliothek angezeigt. Und wir wissen ja, dass es sich bei unserem Bauteil um ein Package handelt, also eine Bauform, die da heißt DIP bzw. Dual Inline Package. Und jetzt suche ich hier mal Packages DIP, das wäre hier in diesem Bereich. Da kriege ich alle Dual Inline Package Footprints jetzt angezeigt. Und ihr seht hier schon die PIN-Zahl von diesem Footprint. Und unser Chip hat ja 16, also suche ich mal ein DIP 16 aus. Die fangen hier an. Das wäre jetzt ein Footprint mit runden Pads. Ja? Und der nächste hier, das ist ein Footprint mit Long Pads, also da sind die so oval, die Pads. Die benutze ich hauptsächlich, wenn ich solche Chips hier auf der Platine platziere und dann verlöten möchte, weil diese Long Pads einfacher zu löten sind. Hier oben auf meinen 3D-Betrachter hier, da klicke ich mal drauf. Da kriege ich dann auch sofort das 3D-Modell angezeigt. Hier wäre einfach nur der Chip als 3D und eben der Footprint. Ja, kann ich benutzen, möchte ich aber nicht, weil meine Erfahrung sagt, wenn man Chips so direkt auf die Platine lötet und die dann kaputt gehen, dann ist es immer eine Qual, die alle hier wieder auszulöten. Deswegen benutze ich eigentlich hauptsächlich bei meiner Platine dann Sockel. So, hier ist jetzt nicht der Chip, sondern einfach nur ein Sockel. Aber ich kann ja in diesen Sockel mein Chip reinstecken. Deswegen benutze ich diesen Footprint. Ganz einfach, wenn das Bauteil mal kaputt geht, ja, dann kann ich es einfach rausziehen und dann neu reinstecken. Deswegen benutze ich jetzt hier in der Liste diesen Footprint. Klicke ich einmal hier doppelt drauf und dann wird der hier oben in dieser Spalte eingetragen. So einfach geht das. Und ich brauche dann hinterher keine Footprint-Zuweisung für dieses Bauteil machen. So, das nächste ist Datenblatt. Und ihr seht schon hier an diesem Globuszeichen hier, hier kann ich ein Hyperlink eintragen, also ein Internetlink für das Datenblatt. Nur, wie schon erwähnt, Murphys Gesetz, wenn ich das Datenblatt brauche, habe ich gerade kein Internet. Oder mein Router ist kaputt oder ich sitze im Zug oder so und habe kein Internet. Deswegen gehe ich jetzt mal hin, öffne mal meinen Explorer und ich habe das Datenblatt ja schon runtergeladen. Und zwar habe ich es in Dokumente, KiCad, Datasheet. Ich kopiere mir mal hier den Link, sage kopieren und trage den dann mal hier ein. Jetzt habe ich den Pfad schon eingetragen und dahinter mache ich jetzt ein Slash und muss noch den Dateinamen angeben. Wenn ich jetzt hier drauf gehe und mal sage umbenennen, kann ich mir den auch kopieren. Ich gehe dann wieder zurück und trage hier hinter dem Slash dann noch den Dateinamen an mit Ctrl-V. Dann ist das da eingetragen und jetzt ist der komplette Pfad hier eingetragen. Auf den nächsten Reiter hier oben, Bauteil Alias. Das ist einfach nichts anderes wie ein Suchbegriff. Und ich sage jetzt hier mal Plus und gebe jetzt hier einfach ein Soundgenerator. Ja, dann kann ich hier sagen OK. Und wenn ich jetzt im Schaltplan suche, kann ich den einmal unter seinen eigentlichen Chipnamen finden, also SN 76489AN oder unter dem Suchbegriff Soundgenerator. Ja, Freunde, das war's eigentlich. Wir wollen das mal austesten. Ich speichere nochmal hier ab. Ihr seht, ich habe hier jetzt eine Änderung vorgenommen. Ich habe hier wieder die Sternchen und ich schließe mal hier, indem ich erstmal speichere. Dann verschwinden meine Sternchen und dann könnt ihr diesen Editor hier beenden. Dann sind wir natürlich wieder zurück in unserem Schaltplan und wir wollen mal schauen, ob denn jetzt unser erstelltes Symbol für uns zur Verfügung steht. Dazu klicke ich einmal hier oben auf Bauteil hinzufügen, klicke dann irgendwo hier innerhalb des Schaltplanes
Und ich gebe jetzt mal ein, einmal SN76. Und ihr seht schon hier, da ist er. Das haben wir erstellt. Da ist mein Bauteil. Und ich sage OK und kann ihn jetzt innerhalb meines Schaltplanes benutzen. Ich klicke mal hier rein und zoome mal ein wenig. Und ich kann jetzt hier an diesem Schaltplan auch meine Verdrahtung machen. Also ein ganz normales Symbol. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie man so ein Symbol erstellt, wenn es eben nicht vorhanden ist. Und wenn ihr jetzt mal hingeht, wir hatten ja schon diesem Bauteil einen festen Footprint zugewiesen. Und wie ich schon sagte, wenn neue Bauteile hinzukommen, müssen wir natürlich auch erstmal, hier ist ja noch U-Fragezeichen, eine neue Annotation machen. Annotation, und ihr seht hier, er hat U2 dazugegeben und das Bauteil heißt jetzt hier im Schaltplan U2. Und jetzt gehe ich mal hin in den Footprint-Zuweisungen und ihr seht hier mein U2 da, der hat schon einen festen Footprint zugewiesen, weil wir beim Erstellen gesagt haben, immer wenn dieses Bauteil benutzt wird, nutze den Footprint, dem wir zugewiesen haben. Wir können das hier auch gerne mal ansehen, indem ich hier mal doppelt klicke. Und ihr seht den Footprint und der 3D-Betrachter, der ist auch korrekt hier mit einem Sockel. So, Freunde, ich lösche nochmal hier dieses Bauteil, weil für unser Projekt brauchen wir es ja nicht. Entfernen und weg ist es. Das war's für heute. Das Video ist schon wieder sehr lang geworden, aber KiCad ist nun mal umfangreich und ich möchte niemanden von euch verlieren, weil er einfach nicht mehr mitkommt. Deswegen zeige ich auch hier und da so Fallstricke und Tipps und Tricks, wie man da am besten arbeitet. Wenn Fragen sind, dann schreibt sie in den Kommentaren. Nutzt die Gelegenheit, macht es nach, denn dann erst tauchen Fragen und Schwierigkeiten auf und fragt dann in den Kommentaren. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, euer Jürgen.